diese Sägen, diese Survival-Sägen, die man immer wieder in den Survival-Kits kriegt, haben halt den Nachteil, wenn man sie so einsetzt, dass die irgendwann spannt und dann geht einfach nichts mehr. Eine Möglichkeit ist, dass man das so arbeitet, aber das ist halt auch nicht fein. Eine Arbeitserleichterung wäre schon einmal, wenn man zwei Äste hernimmt. Ja, so zwei so herkriegt schon. Okay. Wenn man das gerade praktizieren will. Und hier reingibt, dann wird es schon einmal einfacher, hin und her zu gehen. Ja? Zu zweit ist es wahrscheinlich gescheiter. Zu zweit ist es gescheiter, aber was ist, wenn ich allein bin? Ah. Und dann im Endeffekt der Spannsäge draus macht. Ich hoffe, der bricht jetzt nicht. Ah, geht. So. Und ich mir jetzt eine Spannsäge draus gemacht habe. Ja? Das könnte jetzt noch ein bisschen gebogener sein, das ist eine Esche. Könnte ein Haselstecken auch sein. Und jetzt ist es gespannt. Ja? Eigentlich ist es eine Knochensäge, ja? Die zum Amputieren verwendet wird. Ja, no. ja, eh in Narkose. Ja. und dann so normal arbeiten. Okay? Also das ist der Sinn von dieser Säge. Nicht das Herumwickeln, und wenn man sich YouTube-Videos anschaut oder was, dann machen die das so und in der Mitte hört er auf, der Darsteller, und sagt, und das ist eine geile Survival-Säge, fertig, aus. So geht's besser, okay? Also wenn schon so eine Drahtsäge, die in Survival-Kit super Platz hat, ganz leichtes Gewicht und super, wenn dann so. Okay, Doc? Passt. Poncho. Dieser Survival-Poncho hält dich von allen Seiten warm. Du hast deine Arme frei, um zu arbeiten. Du hast eine Kapuze. Das heißt, du bist windgeschützt, du bist von Wasser geschützt und was noch dazu kommt, deine Körperwärme wird reflektiert und bei dir behalten. Das heißt, Survival Poncho ist klein, leicht und gehört in jedes Survival Kit.